Herzlich willkommen. Ich finde es total toll, dass so viele gekommen sind, trotz dem Regen. Juhu! Ja, und heute gehen weltweit mehr als tausende Menschen auf die Straße, überall zur gleichen Zeit. Und wir zeigen damit, dass wir nicht damit einverstanden sind, dass wenige Konzerne wie Monsanto und DuPont und Syngenta durch immer mehr Patentieren von Saatgut und Tieren die Macht über unsere Nahrung bekommen. Dagegen wehren wir uns jetzt. Juhu! Ja, und angeblich will Monsanto mit den genmanipulierten Pflanzen einen Beitrag zur Bekämpfung des Welthungers leisten. Aber das sieht genau anders aus. Monsanto ist seit 1901 ein gegründeter Chemiekonzern, der hochgiftige Chemikalien liefert. Und wie zum Beispiel das Insektenvernichtungsmittel DDT, das in vielen Fällen schon zu Krebs und Fehlgeburten geführt hat. Die wollen es ja. Genau. Das PCB, eine hochgiftige Chemikalie, die ist jetzt seit 2001 weltweit verboten, ist mittlerweile im Wasser, in der Erde und auch schon in uns zu finden, was früher in Weichmachern, in Lacken und als Isolierungsmittel verwendet wurde. Der Süßstoff Aspartam, der ist sehr umstritten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst. Also lieber keine Kaugummis mehr essen und keine Fruchtsäfte mit Aspartam trinken. Kommt auch von Monsanto. Und das Allerschlimmste, Agent Orange ist auch von Monsanto gekommen im Vietnamkrieg und da leiden bis heute noch Menschen drunter an Fehlgeburten und so weiter und so fort. Dann, ich brauche ja meinen Titel gerade. Ja, was ich auch noch sagen will, das Wachstumshormon, was den Kühen gegeben wird, damit sie mehr Milch geben und dafür entzünden sich ihre Euter. All dieser Eiter, Antibiotika und Wachstumshormone geht in unsere Milch, die wir halt jeden Tag zu uns nehmen. Das wollen wir auch nicht mehr. Juhu! Was habe ich hier noch? Genau, wir lassen nicht zu, dass ein Chemiekonzern, der bis jetzt so viel Schaden auf der ganzen Welt angerichtet hat, weitere Patente auf Pflanzen und Tiere bekommt und somit die mögliche Weltmacht über unsere Nahrung. Ich brauche Mittel. Was denn, wir wollen, welche Renten wollen? Arten statt EU. Und friedliche App, keine glasierenden Karten, die alle gleich. Was wollen wir? Genau, gesunde Nahrung, jeden Manipulator. Dieses Demonstrat für unsere Freiheit und Selbstbestimmung, für eine Natur im Gleichgewicht. Wir drücken mit dieser Demonstration auch unsere Solidarität und unser Mitgefühl für die Menschen aus, die bereits schwer betroffen sind und unter diesen Strategien von Monsanto leiden. Wie zum Beispiel in Paraguay, in Brasilien, Argentinien, die unter diesem Gensoja-Anbau leiden, dieser Pestizidanwendung, wo schon Kinder bereits gestorben sind und auch viele Frauen unfruchtbar durch diese ganzen Gifte geworden sind. In Mexiko, wo fast alle Kleinbauern ihre Existenzgrundlage verloren haben durch die Einführung von diesem Genmais. Das ist auch fürchterlich. Ja, fürchterlich. Und natürlich in Indien, wo sich über 200.000 Menschen umgebracht haben, Farmer mit diesem Genbaumwollanbau, weil sie sich hoch verschuldet haben durch diese Monsanto-Strategien und einfach absolut verzweifelt waren. Also über 200.000, das muss man sich mal auf der... Absolut. Also heute an diesem Tag auf der ganzen Welt sind tausende Menschen mit uns auf der Straße und setzen sich weltweit ein für Freiheit, Mitgefühl, gesunde Nahrung und zum Schutz für unsere Mutter Erde. Juhu! Und jetzt möchte ich noch einen Sprecher bekannt geben, den ich selber hochschätze. Der war früher beim Fritz Radio und auch Moderator im Fernsehen, wurde rausgeschmissen, weil er einfach straight seine Meinung sagt und vertritt, was wir hier auch da sind und denken. Einfach die Wahrheit sagen. Noch lauter sprechen.